Es gibt aber auch keine Hunde mehr, da wir Zwerge spielen und es für Zwerge etwas komisch ist, wenn wir menschliche Haustiere haben. Deswegen gibt es solche Sachen wie die Vogelscheuche. Also die Vogelscheuche zählt als Haustier, ist aber einfach nur ein Wachposten, den man irgendwo draußen aufstellt und wenn Goblins ihn töten, dann ist er halt weg. Kostet dementsprechend auch nicht viel. Dann haben wir hier die Plump-Helmet-Mans, also lebende Pilze, so Troglodyten-mäßig. Die sind böse, weil die könnten das Fort übernehmen, wenn man nicht aufpasst. Deswegen lassen wir unsere Finger von denen. Was wir mitnehmen, sind Badger Dogs, also Dachshunde. Das ist nämlich unser Hundeersatz. Und für die genau dieselben Sachen da, außer dass wir ihn noch scheren könnten für Leder. Oder war es Stoff? Wie auch immer. Wir nehmen jetzt auf jeden Fall Badger Dogs mit, also Dachshunde. Wie immer drei weibliche, sechs weibliche. Die kosten auch ein bisschen was, die. Und zwei männliche. Dass wir schnell Nachwuchs kriegen, weil zwei männliche reichen aus für sechs weibliche. Und man sieht, die kosten jeweils 31. Also ich glaube, die sind etwas teurer als Hunde. So, die restlichen Punkte können wir jetzt endlich dafür benutzen, unsere Zwerge zu skillen. Und ich sollte langsam aber schnell machen, damit die Zeit nicht so vergeht. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Na, das ist jetzt irgendwie doof. Ich hatte mir mal hier irgendwo eine Liste gemacht mit den Namen von Leuten, die gerne Zwerge sein möchten. Aber die Liste, die sehe ich jetzt gerade gar nicht mehr. Naja, gut, die Namen kann ich dann auch später vergeben. Ich kann die Liste doch nicht weggeschmissen haben. Ah, da ist sie. Na, gut. Hat ja nur eine Minute gedauert. Okay, also erst einmal brauchen wir unseren Leader. Deswegen gucken wir uns jetzt die einzelnen Zwerge mit V mal an. Dort stehen nämlich die ganzen Statistiken. Und zwar erst einmal, wie er seine Zufriedenheit ganz oben. Dann Alter und Geburtstag. Sie ist fett, sie ist fett. Okay, also ihre Eigenschaften, ihre äußerlichen also ihr körperliches Aussehen, sage ich mal. Dann ihre eigentlichen körperlichen Eigenschaften, die wichtig sind, also dass sie schwach ist und schlecht heilt. Dann ihre Vorlieben, also was für Sachen sie mag. Und was sie nicht mag, zum Beispiel Mondschnecken. Ja, Mondschnecken, Schnecken vom Mond. Dann ihre geistigen Eigenschaften, also dass sie geduldig ist, dass sie empathisch ist, dass sie hohe Willenskraft hat. Und die unwichtigen geistigen Eigenschaften. Und Bedürfnisse halt, also dass sie Alkohol nie braucht, um durch die Arbeit zu kommen. Und das hier ist neu, dass sie einer Gilde beiwohnt. This dwarf has joined the Guild of Woodworkers, Lumberjacks and Spurriers. It's not the most popular guild among dwarves, since the work is mostly outdoors. But the fact that elves hate it with a passion makes more than up for it. Ja, also das mit den Gilden erkläre ich später irgendwann mal, wenn wir dazu kommen sollten. Im Augenblick interessieren uns die Gilden beim Embark nicht, auch wenn wir einen in der Fischersgilde haben und einen in der Carpentersgilde. Das ändert nichts an den Skills. Außer dass hier unten. Achso. Das sind die männlichen und die weiblichen Charaktere. Also hier unten steht nur was? X-Men? Sind aber alles Zwerge, keine Ahnung.
Egal. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall jemanden mit vielen grünen Sachen hier unten bei den Gedanken, bei den geistigen Eigenschaften. Mega Creativity und Pure Empathy ist schon mal nicht gut. Schlechtes Memory ist auch nicht so gut. Schlechte soziale Relationships ist auch nicht so gut. Der hat fast gar nichts. Der ist auch nicht so toll. Sie hat fast nur Vorteile. Oder hat nur Vorteile. Sie kann gut fokussieren, hat guten Special Spatial Sense und Social Relationships. Das würde sie schon mal in ihre Auswahl nehmen. Deep Way of Patience, Empathy, Willpower. Speaker Creativity and Poor Empathy. Er wäre eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Er hatte gute Intuition, Willenskraft und soziale Relationships. Ist aber halt nicht so kreativ und nicht so empathisch. Very bad analytic senses und bad memory ist schlecht. Das hier auch. Also ich würde mal sagen, nehmen wir ihn hier. Weil er hat gute Intuition, Willenskraft und gute soziale Verbundenheit. Aber halt pure Empathy ist halt schlecht. Da ist sie hier unten wohl besser. Sie kann sich nämlich fokussieren. Und ihre Empathie ist halt Durchschnitt. Also nehmen wir sie hier. Geben wir ihr einen, also customized, einen Nickname. Das ist natürlich unser Brenno hier. Professionist Leader. So. Dann suchen wir uns einen General raus. View. Der sollte, also sie schon mal nicht. Nein, er hat auch nur negative. Sie werde gute Generalin. Sie nicht. Er auch nicht. Und er auch nicht. Ungeschickt ist nämlich immer schlecht. Also. Ja, sie hier. Customize. Name ist Varus. Der hat sich nämlich als Freiwilliger gemeldet, der General zu sein. So, unser General. Und die restlichen Sachen gehe ich einfach mal durch. Also zum Beispiel, wie auch in der letzten Staffel, ist Piggledy unser Koch. So. Dann hätten wir, ja, das ist so die Sache mit Joker. Der hat sich ja mittlerweile in YouTube in Dweller umbenannt und hat mir gesagt, er möchte gern seinen Namen als Zwerg haben. Jetzt weiß ich nicht, welcher von beiden es ist. Aber ich gehe einfach mal davon aus, dass er Dweller meinte. Also ist Dweller jetzt unser neuer Buhr. So. Dann haben wir noch Wagreb, unseren Mason, unseren ersten. Und natürlich Ragiman, unseren Waffenschmied, der sich hoffentlich nicht gleich zu Beginn wieder den Bein abreißt. Also unser Weapon. So. Und Chris, der gerne Miner sein will, wird unser Armor-Schmied, da unsere Schmiede am Anfang wirklich mit Minern beschäftigt sein werden. So, jetzt noch die Fähigkeiten. Die haben sich auch ein bisschen geändert. Also gerade die Leader-Fertigkeiten wurden ein bisschen geändert. Wir brauchen natürlich den Leader. Dann brauchen wir den Konversationalist, den Record Keeper, den Organizer, Appraiser, Negotiator,
Pursuer. Ein Observer sollte er auch sein. Und ein Intimidator. Wir könnten auch Liar nehmen, aber Intimidator. So. Als nächstes unser General. Der muss nämlich ein Teacher sein. Mal 2 Punkte auf Teacher. So, dann braucht er auf jeden Fall Dodging, Archer, Armor und Shield User, Fighter. Archer am besten 2 Punkte und 2 Punkte auf Crossbowman. So. So, die beiden sind erledigt. Jetzt brauchen wir die anderen. Also einmal Piggledy, unser Koch. Der ist natürlich einmal Koch. Und das, und Farmer. Ich glaube, Farmer ist neu als Name. Also der Plants anbaut. Ich glaube, das hieß vorher anders. Das müsste ich aber mal gucken. So. Dweller, unser Boer, ist auch Farmer, aber er ist Boer, nicht Koch. Genau. Wagreb ist Mason. Nein, nicht Carpenter, sondern Mason. Und er ist Stonecrafter, das mit Potter zusammengemischt wurde. So. Dann haben wir unseren Waffenschmied, Ragemann. Der ist auf jeden Fall Weaponsmith. Da. Er ist aber auch Metalsmith, aber nur 4 Punkte, weil er einen Punkt im Miner kriegt, dass er am Anfang besser minern kann. Genau dasselbe gilt für Chris, unseren Hauptminer Armorsmith. So, der kriegt Armorsmithing. Ist soweit richtig. Und er kriegt noch Metalcrafter. So. Da wir nicht so oft Metalcrafts herstellen werden, kann das ruhig eine unserer Schmiede übernehmen. Gut. Unsere Zwerge sind verteilt. Wir haben noch Punkte übrig, was mich wundert. Denn wir haben eigentlich soweit alles rausgeschmissen. Außer ich habe was vergessen. Was komisch wäre. Wir haben 2 Picks, wir haben eine Ex. Ja. Wir haben die Tiere. Bags sollte ich vielleicht noch mitnehmen. Ansonsten haben wir alles. Hey, warum klappt das diesmal so gut? Das letzte Mal habe ich mit meinen Punkten irgendwie ein bisschen rumkrebsen müssen. Ja. Auf jeden Fall nehme ich da noch ein paar Pigtail-Spawns mit, dass wir schneller an Stoff kommen. So. Das heißt, New. Gucken wir mal nach Bags. Ja, egal was wir nehmen, die meisten sind teuer. Fuhrpacks, Chitin, nehmen wir also einfach mal 5 Ledersäcke mit. So, weil die können wir nicht so schnell herstellen. Ja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass noch etwas fehlt. Aber nee, es fehlt nichts. Wir haben die Tiere. Ja, wir haben die Punkte verteilt. Ja. Dann können wir ja doch die Ropes mitnehmen. Cotton Fiber Ropes, 2 Stück. Und auch das Cloth, Cotton Fiber Cloth. Auch 1 so. 2 Picks. Copper Pigs, Chopping Eggs, Cave Weed, Dimple Cup, ist alles okay. Ja. Vorführeffekt in der Fest, im Park. Auch schön. Also nehmen wir, erhöhen wir wirklich mal auf 60 Essen. So. Wir nehmen einen Shadow Leaf Spawn mit. Dass wir da unten auf eine gerade Zahl kommen, weil das andere ist ja gerade. Dann können wir wirklich noch Sweetpot Spawns und
Kefreet auf 10 Stellen. Und nehmen von jedem Wein nochmal 5 mit. So. Und dann noch zwei hier und zwei da und fertig. Gut. Das heißt, unser M-Pack ist gemacht. Wir hätten dann auch jetzt wirklich das teure Werkzeug nehmen können, aber nee, wir nehmen lieber mehr Essen und Trinken mit. Das ist besser. Gut. Und die anderen Sachen, die wir brauchen. Dann geben wir uns vor noch einen Namen. Löschen mal die beiden raus. Wir sind nämlich die Rüstung. Ja, das gute alte Tossit. So, wir sind The Armor, wir sind Tossit. So, und wir sind die. Nee, wir sind nicht die Kryptas, wir sind die Bärte, auf jeden Fall. Beards. Oh, wir geben noch einen Hype, so ein Compound dazu. Wir sind nämlich die. Kupfer- oder Silberbärte? Ah, nehmen wir mal Silber. So, die Silverbeards. Raldurat. Ja, okay. Gut. Das heißt, Embark und es geht los. Hat ja nur fast ganze 2 Folgen gedauert, aber ich musste das zeigen, weil man konnte auch hier ziemlich viel falsch machen. Wie gesagt, in meinem privaten Spiel musste ich immer gucken, wie ich mit den Punkten klarkomme. Diesmal hat es einfach geklappt. Keine Ahnung warum. Okay, wir sind gelandet. Das ist unsere Map. Sieht schon mal recht schön aus. Hier geht's immer weiter nach oben. Und hier wären sogar schon Steine. Sandstone. Ah, Sandstein. Dirt. Noch mehr Dirt. Hier ist Fire Clay. Und normaler Clay. Sogar hier. Lignit, Clay und Zeug. So, also wir haben hier unten reines Clay oder fast nur Clay, wo wir uns reinbuddeln würden. Und zwar sieht hier diese Ecke ganz schön aus zum Reinbuddeln. Also wir machen erstmal die Minikarte weg und fangen erstmal mit Designations an. Ne, das erste, womit wir anfangen, ist, dass ich kurz meine Zwerge lese im Therapist. Der Therapist ist ein extra Tool, so wie auch der Soundsense, der die Musik macht, und dort schnell meine Zwerge mal kurz einstelle. Also normalerweise könnte man das in-game machen, indem man einfach mit View Unit mit V über den Zwerg drüber geht, so wie ihn hier. Chris ist unser Armor. Also hier sehen wir seine Jobsachen. Und mit Professions, Labors, kommen wir hier in die Berufsverwaltung, also wo wir sagen können, was er machen soll. Das Ganze geht aber über den Therapist einfacher, weil wir es mit der Maus machen können und einfach schnell klicken können. Dort können wir uns auch unsere Leute umbenennen und unsere Übersicht ein bisschen verwalten. Ich wollte das eben mal zeigen in einem extra Video. Werde ich mal bei Gelegenheit machen. Also wir wollen erst einmal unserem General Logging und Carpentry geben. Logging ist die neue Variante von Woodcutting, also der neue Name. Weil dazu gehört auch neben Bäume fällen jetzt auch Bäume verarbeiten zu. Also die Äste entfernen, weil sonst immer schleift er nur den Baum mitsamt Ästen an, und an einem Hackblock können wir jetzt die Äste entfernen lassen, um besseres Holz draus zu machen. Was ganz schick ist. Deswegen heißt das Ganze jetzt Logging und nicht mehr Woodcutting. Unseren beiden Köchen, also Dweller und Piggledy, geben wir noch zusätzlich die Aufgabe Herbalism. Wenn ich gerade finde, wo das sich versteckt hat.